Jetzt müssen wir natürlich über eine Szene sprechen nach einer guten halben Stunde. Da haben Sie die rote Karte gesehen. Was war passiert? Nichts, ich habe mich eigentlich, ich war ein bisschen unzufrieden über eine Situation vorher vom Spieler. Habe mich dann ganz kurz in eine Ersatzbank gesetzt, um ein bisschen Luft das zu lassen. Und in dem Moment habe ich mich mit einem eigenen Spieler, haben wir uns unterhalten, ein bisschen heftiger unterhalten und ja, habe ich eine Kiste Wasser, also auf eine Kiste Wasser getreten. Und scheinbar darf man das nicht. Und ja, ich habe wieder was gelernt, dass man wahrscheinlich nicht mit eigenen Spielern schimpfen möchte oder darf. Das habe ich wieder gelernt. Und eigentlich ist es auch richtig so. Ich darf auch nicht schimpfen mit eigenen Spielern. Aber ich fand es, ich habe solche Szenen gesehen, letzte Woche auch schon von einem Spieler, der gewechselt wird. Also der auch, man darf scheinbar gegen keinen Gegenstand treten. Aber ich fand es war absolut übertrieben, weil erstmal hat niemanden was gesehen, nur der Linienrichter hat es mitbekommen. Aber ja, da haben wir gesehen, dass das schon nach. Wir hatten, lass mal sagen, dass wir heute kein gutes Verhältnis hatten.